Nach dir. Nee, nach dir. Ich bestehe drauf. Okay, na gut. Hä? Eine Orange. Die ist nicht schwarz oder weiß. Was ist denn da los? Moment mal, ich glaube, ich weiß, was los ist. Ich hatte recht, das ist im Innern. Schau mal, das Innere ist komplett schwarz. Nett, versuch mal. Oh, clever. Ich drück die einfach aus. Ich sagte, ich drück die einfach aus. Ich muss nur weiterdrücken. Oh, fertig. Komplett ausgedrückt. Gut gemacht, hast ein ganzes Glas. Prost. Ja, ich weiß nicht so richtig, das sieht irgendwie gruselig aus. Ich schau besser mal nach, was ich hab. Ein leeres Glas, wie langweilig. Warte, ich wette, das muss auch ausgedrückt werden. Ja, ich hatte recht, es ist Milch. Hä? Wie machst du das denn? Ach, vertrau einfach dem Prozess, Nick. Fertig, ein frisch gepresstes Glas Milch. Nun zum nächsten Trick. Keks zum Eintunken. Genau, was diesem Glas Milch fehlt. Das ist lecker. Das war ein anstrengender Tag. Och, Claire, du bist so berechenbar. Essen und dann ein Nickerchen. Was wird's wohl dieses Mal sein? Wie edel. Macaroons. Oh mein Gott, die liebe ich. Meine absoluten Favoriten. Das ist der beste Tag überhaupt. Ich brauche mehr. Ich brauche alle davon. So gut. Unglaublich lecker. Hey, Nick, isst du die noch? Nee, die kannst du nicht haben. Die gehören mir. Stopp! Wann wurdest du denn zum Pantomime? Ich weiß nicht, was du sagen willst. Ich spreche kein Pantomime. Warte, was zur Hölle machst du denn da? Hast du Pantomime-Kräfte oder sowas? Hey, das war Pantomimes. Ich meine, meins. Stopp, das sind meine Macaroons. Diese Zauberei verstehe ich echt nicht. Du hast alle meine und deine Macaroons gegessen. Ach, bist du eine Art Monster oder sowas? Ja, richtig. Eine unsichtbare Serviette ist genau das, was du brauchst. Nein, niemals. Das kannst du nicht haben. Um genau zu sein, habe ich genug von diesem Pantomime-Spielchen. Schluss damit, verschwinde! Endlich, jetzt kann ich dieses Makaron in Frieden essen. Oh ja, der ist gut. Diese Pantomime hatte recht, ich will auch einfach alle davon essen. Okay, bist du bereit dafür? Oh, ich liebe Avocados. Lecker. Meine glänzt mehr als deine Avocado. Guten Appetit. Eins, zwei, drei, los. Ich komme durch den Kern. Warte eine Sekunde. Sollte das passieren? Au. Na, definitiv kein Kuchen. Und Claire gewinnt wieder die Torte. Meine Zähne tun weh. Kann ich den Rest davon essen? Was dagegen, wenn ich mir Toast mache?
Es gibt nichts Besseres als frische Avocado. Auf einem leckeren Brot. Außer natürlich, es ist leckerer Kuchen. Oh, seht euch all diese Süße an. Als ob meine wildesten Träume wahr geworden sind. Oh, wage ich das alles aufzuessen? Challenge angenommen. Oh, dieses Ding schmeckt unglaublich. Ja, ich bin so glücklich. Ja, sieht so aus, als ob Nick hungrig bleiben wird. Wer liebt nicht Avocado-Toast? Das ist eine Schlemmerrunde. Reiß dich zusammen, Claire. Wir müssen nicht wie Tiere essen. Wie du willst, aber ich bekomme jeden Bissen. Und für den letzten Schliff? Salz und Pfeffer für den Geschmack. Das sieht ziemlich gut aus. Und ich weiß, wie es noch besser wird. Angst vor Käfern, Nick? Ach, das war zu einfach. Ich bin sowas von schlau, wenn ich hungrig bin. Bereit dafür? Oh, die sind ziemlich süß. Kannst du erkennen, welcher davon im Kuchen ist? Oh, das ist der Hammer. Oh, sieht lecker aus. Das hat gar nicht gut geschmeckt. Ob das meine Größe ist? Alles klar bei dir da unten, Nick? Oh, passt perfekt. Ich wollte schon immer rote Chucks. Tada! Krass, oder? Ja, das war beeindruckend. Aber jetzt konzentriere ich mich auf meinen Teller. Zeit zum Reinhauen. Das Ding ist voll. Hier. Was ist sonst noch hier drin? Oh, wer hätte gedacht, dass in dem Schuh so viel Kuchen ist? Boah, als würde das nie enden. Schuhkuchen schmeckt toll. Schmecken so Füße? So, ich hab's geschafft. Mal sehen, ob der Schuh passt. Na, wie läuft's? Ganz gut. Schau's dir an, Nick. Super süß, oder? Die sehen irgendwie komisch aus. Du hast keine Ahnung von Mode. Aber ich könnte einen Snack vertragen. Denkst du, das wird gut? War das nicht an einem Fuß? Ist mir egal. Hey, wenigstens bekommt jetzt jeder Kuchen. Ziemlich gut, oder? Immer noch hungrig? Ich bin kurz davor, eine professionelle Bäckerin zu werden. Und jetzt perfektioniere ich meine Zuckergussfähigkeiten. Was ist das alles? Ah, ist das Zuckerguss? Ich werde meinen Snack im anderen Zimmer genießen. Das sieht auch lecker aus. Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit. Die hat vielleicht Nerven. Und sie lässt ihre Einkäufe einfach liegen. Dummerchen. Da hat sich jemand eine kleine Belohnung verdient. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Zahnpasta wie Zuckerguss aussieht? Die weiß sie jedenfalls total. Das sieht ziemlich gut aus. Schmeckt dafür aber schrecklich. Igitt. Verteilen wir das ein bisschen. Nicht ganz so glatt wie Zuckerguss. Aber mit ein wenig Geduld wird es besser aussehen. Siehst du? Und mit Streusel sieht alles gut aus. Naomi! Was ist? Ich habe einen Kuchen gebacken, nur für dich. Wow, das ist ja toll. Das ist so lieb von dir. Ich wette, er schmeckt unglaublich. Oh ja. Hä? Irgendwas ist komisch mit diesem... Ich rieche minzige Frische. Haha, vielen Dank. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Es geht doch nichts über ein bisschen Ruhe, oder? Wow, Emma. Sieht dieses Eis nicht gut aus? Du bist näher an der Küche. Ach, komm schon, Emma. Bitte, bitte. Du bist so hübsch. Okay, gut. Ich warte hier auf dich. Sie ist so faul. Und ich hasse es, Eis zu schaufeln. Was machen die hier? Denkst du, ich könnte damit Spaß haben? Wenn du Marshmallows in die Mikrowelle stellst, kannst du sie zu allem machen. Sie können sogar zur Eiscreme werden. Sieh nur, wie klebrig das ist. Hol den Klumpen raus und rolle ihn, als ob er Teig wäre. Wenn es in einer Kugel ist, steckst du sie in die Eistüte.
Und dann noch die Garnierung drauf. Je mehr, desto besser. Vergiss die Streusel nicht. Sieht aus wie echte Eiscreme, oder? Wow! Das Eis sieht perfekt aus. Eww, soll das passieren? Was für ein Eis ist das? Was? Du magst du keine Marshmallows? Du hattest gerade den Mund voll damit. Ich wusste, das kommt mir bekannt vor. Gib mir was davon ab.